Keine Frage, die Marktwirtschaft hat uns einen sagenhaften Wohlstand beschert. Und doch bleibt Skepsis. Treibt uns die Marktwirtschaft vielleicht am Ende sogar in den Ruin? Stichwort Finanzkrise, um nur ein Beispiel zu nennen. Darüber möchte ich mit jemandem sprechen, der sich immer für die Marktwirtschaft stark gemacht hat. Er ist Kuratoriumsvorsitzender der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Er war vor 10 Jahren Bundeswirtschaftsminister und davor SPD-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Wolfgang Clement. Grüß Gott. Sprechen wir über die Finanzkrise. Die ist ja ausgelöst worden durch Spekulationen in der Immobilienbranche. Dann hat es Spekulationen bei den Derivaten gegeben und auf Staatsanleihen und so weiter. Ist das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass die Finanzmarktwirtschaft, so wie wir sie bisher organisiert haben, versagt hat? Ja, selbstverständlich. Das ist die Finanzmärkte, die Kapitalmärkte auf der Welt global und auch hier bei uns in Europa sind völlig aus den Fugen geraten. Das heißt, außer jeder Ordnung gewesen und sind auch noch nicht ganz wieder unter Kontrolle, das muss man deutlich sagen. Also wir brauchen wie in jeder Wirtschaft, wie in jedem Lebensbereich eine Ordnung. Sie brauchen auf dem Markt in Ihrem Ort eine Ordnung, genauso brauchen Sie in der Wirtschaft und genauso brauchen Sie erst recht für die Kapitalmärkte eine Ordnung, an denen man sich orientiert. Und diese Ordnung hat eine solche Ordnung eigentlich für die globale Finanzwirtschaft nicht gegeben. Sie hat sich geradezu explosionsartig entwickelt, ein Eigenleben entwickelt und den Bezug zur realen Wirtschaft verloren. Und der muss wiederhergestellt werden. Was muss geschehen? Zum Beispiel? Man braucht eine Ordnung. Man muss verhindern, beispielsweise, dass Kreditinstitute so groß werden, dass sie, wenn sie pleite gehen, die ganze Weltwirtschaft mitreißen können. Das ist das Problem Lehman Brothers, das ja dazu geführt hat, dass jedenfalls die Sorge bestand, die Weltwirtschaft werde, das Weltfinanzsystem werde zerbrechen und damit auch die Weltwirtschaftsordnung. Und deshalb müssen wir solche Entwicklungen in solche Exzesse verhindern. Und dazu laufen Bemühungen der Staaten relativ spät. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers war man entschlossen, im Rahmen der G20, der 20 wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, hier diese Ordnung zu schaffen, beispielsweise solche Kreditinstitute gar nicht mehr entstehen zu lassen. Von diesem Elan ist nicht mehr so viel geblieben und vor allen Dingen fehlt es an der Gemeinsamkeit in der Welt, das zu tun. Und wir hier in Europa basteln immer noch daran herum, aber zurzeit auf einem richtigen Weg, so etwas wie eine Bankenunion, eine Bankenaufsicht und die Möglichkeit zu entwickeln, dass Banken auch abgewickelt werden können, wenn sie in Schieflage geraten, sodass sie kein Unheil mehr anrichten können. Also da muss die Marktwirtschaft durchaus reguliert werden. Sprechen wir über den Umweltschutz. Wir wissen alle, es gibt den Klimawandel und wir müssen den CO2-Ausstoß verringern. Nun hat gerade in der letzten Woche Angela Merkel eine EU-Richtlinie zur Reduzierung der Autoabgase torpediert. Mit Blick auf die deutsche Autoindustrie, da fragen sich die Leute wieder, ja, im Zweifel dann doch für die Marktwirtschaft und gegen den Umweltschutz? Nein, aber jedenfalls in einer Balance zwischen beiden. Man wird sicherlich den Umweltschutz nicht so weit treiben sollen, dass wirtschaftlich keinerlei Erfolg mehr erzielt werden kann, beziehungsweise sogar Schaden angerichtet wird. Wenn Sie also beispielsweise in Deutschland bestimmte Umweltregeln haben, die weltweit nirgendwo gelten, dann geraten Sie in eine Wettbewerbsschieflage. Deshalb müssen Sie, ob Sie Klimaschutz oder Umweltschutz betreiben, immer fragen, ist dies gleichzeitig wettbewerbsfähig oder schafft es Wettbewerbsungleichheiten und ist es versorgungssicher? Das ist ja die Diskussion beim Klimaschutz und bei der Energiewirtschaft. Wir können nicht nur reden über den Klimaschutz per se, sondern wir müssen reden über Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Das sind die... Aber in der Abwägung ist ja dann die Gefahr, dass es im Zweifel dann doch für die Wirtschaftlichkeit... Nein, keineswegs, sondern Sie müssen nur schrittweise vorgehen. Wir können keine Revolution im Wirtschaftsleben, sind verdammt schwierig. Sondern Sie müssen natürlich zielbewusst vorangehen. Und das geschieht ja auch. Im Klimaschutz beispielsweise sind wir heute in Deutschland und in Europa weltweit in der Spitze und zurzeit in der Gefahr, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit von einzelnen Wirtschaftsbereichen bei uns gefährden. Also man muss an der... Und man kann auch an der Spitze einer Bewegung stehen, das habe ich von Herbert Wehner gelernt. Man kann an der Spitze einer Bewegung stehen, aber man darf sich nicht so weit an die Spitze bewegen, dass man hinter sich niemanden mehr sieht. Das heißt, dass man nicht mehr in Kontakt mit denen ist, mit denen man im Wettbewerb steht. Und deshalb muss man hier mit Augenmaß vorgehen. Also das ist immer ein Balanceakt. Das ist ein Balanceakt, ohne Zweifel. Und der ist in der Energiepolitik zurzeit außer Balance geraten. Das ist ganz klar.
Nein, was meinen in Sie Deutschland, damit? Ja, wir sind in Deutschland nicht wettbewerbsfähig. Wir haben weitaus die höchsten Energiepreise in Deutschland, die höchsten auch Industrieenergiepreise. Wir liegen ungefähr um ein Drittel der Preise, die in Amerika zurzeit gelten. Und entsprechend laufen wir Gefahr, und es passiert auch schon, dass Investitionen aus Deutschland in die USA gehen. Also da müsste weniger reguliert werden, sagen Sie? Da muss schrittweise vorgegangen werden. Wir haben heute einen Wind- und Energieanteil, den wir nicht selbst verkraften können. Und wenn wir zu viel Wind und zu viel Sonne haben, liefern wir unseren Strom in unsere Nachbarstaaten. Den liefern wir zu Minuspreisen teilweise. Das heißt, wir bezahlen heute den Strom, den Export von überschüssigem Strom in unsere Nachbarländer mit Milliardensummen, wenn Sie das addieren zu dem, was die Tarifkunden dafür zurzeit aufbringen. Sprechen wir über den Arbeitsmarkt. Sie selber haben ihn liberalisiert. Seitdem sprechen wir über Billigstlöhne, über Armut, über Menschen, die mit diesen Löhnen auch ihre Altersversorgung nicht sichern können. Das geht sogar der CDU zu weit. Ist Ihr Konzept gescheitert? Nee, das Gegenteil ist richtig. Ich rede darüber, dass wir heute 2 Millionen weniger Arbeitslose haben, als wir im Jahr 2005 haben, und dass wir eine gute Chance haben, Vollbeschäftigung zu erreichen. In Bayern, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, in Teilen Süddeutschlands haben wir bereits Vollbeschäftigung, die wir irgendwo definieren zwischen 3, 4 und 5%. Nicht auf Kosten der Löhne. Die Löhne, im Gegenteil, seitdem wir die Arbeitslosigkeit verringert haben, sind natürlich im Einkommen, die Einkommensschere zurückgegangen. Das ist sind da hier alles teilweise aberwitzige Statistiken, die Sie vielleicht auch vor Augen haben. Tatsächlich kann man ja sich schwer vorstellen, dass wir weniger Arbeitslosigkeit haben als vorher und dann die Löhne und Einkommen auseinandergegangen sind. Wir haben bis 2009 eine Lohnzurückhaltung gehabt in ganz Deutschland. Gott sei Dank, die hat die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wiederhergestellt. Und deshalb sind wir heute wettbewerbsfähig, weltweit wettbewerbsfähig und besser als alle anderen europäischen Staaten. Während dieser Zeit einer schweren Wirtschaftskrise, nämlich in Südeuropa, sind die Löhne weiter gestiegen. Und dadurch ist in Südeuropa das Problem entstanden, mit dem wir heute zu tun haben. Wir hatten eine Lohnzurückhaltung insgesamt, nicht nur bei den niedrigen Einkommen, sondern insgesamt. Wir haben Lohnminus, reale Löhne gehabt, innerhalb von 10 Jahren minus 0,5%. In dieser Zeit sind in Italien, in Spanien, in anderen südeuropäischen Ländern die Löhne um 10-20%, die Lohnkosten gestiegen. Das ist das Problem dort gewesen. Das heißt, wir haben eine allgemeine Lohnzurückhaltung gehabt und die ist jetzt vorbei, das sehen Sie ja. Und die Nachfrage steigt in Deutschland, die Menschen konsumieren, das sind ganz normale Abläufe, die führen Sie nicht auf die Arbeitsmarktreform zurück. Die Arbeitsmarktreformen haben dazu geführt, dass mehr Menschen in Jobs sind und mehr Menschen die Chance haben, auch in längerfristige Jobs zu kommen. Und das geschieht auch zurzeit. Entsprechend ist auch die Langzeitarbeitslosigkeit zurückgegangen. Aber sehen Sie auch die negativen Auswirkungen davon? Nein. Ich wüsste nicht, welche das sein sollen. Ich weiß ja, was alles kritisiert wird. Aber Sie müssen ja sehen, was vorher war. Vorher waren die Menschen in Arbeitslosigkeit und jetzt sind sie teilweise in Minijobs, jedenfalls überwiegend Geringqualifizierte oder Nichtqualifizierte sind in Minijobs und dann bekommen sie einen Kombilohn, nämlich einen Zuschuss von Seiten des Staates. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und die Erwartung ist natürlich, dass auch diese Menschen und vor allen Dingen die ihnen nachkommen, in andere Jobs kommen, und das werden sie auch tun, wenn man entsprechend in Bildung investiert. Und das ist das, was wir insgesamt tun müssen. Das ist nämlich die eigentliche Fortsetzung von moderner Arbeitsmarktpolitik. Darüber reden wir ein andermal. Wolfgang Clement, vielen Dank für dieses Gespräch. Okay, ich danke Ihnen. Das war's von uns erst einmal. Hier geht es jetzt weiter mit dem Thema unbezahlbare Mieten. Um 11 Uhr liefern wir Ihnen mehr Hintergründe zu den Ereignissen des Tages. Bis dahin. Tschüss.